Wer wohnt in Ananas? Ganz tief im Meer. Guck mal, was ich hier hab. Das ist diesmal was ganz Spezielles. Etwas Besonderes. Ich zeig euch das mal, ja? Ich bin mal so nett. Ich will das jetzt nicht umdrehen, weil da stehen nämlich meine Lieferdaten drauf. Und deswegen machen wir das von hier auf. Und zwar genau so. Guckt euch das Ding mal an. Geil oder geil? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das von und ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Das werden wir jetzt aber herausfinden. Guck mal, das ist auch so zusammengeklebt mit so Klebeband. Ne, das, ey. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das so, ihr seht das ja, ne? Guck mal hier, überall Spielraum. Kann mir keiner erzählen, dass das so im Laden hängt, ja? Ja, Maniac, wollen die mich abziehen oder was? Jetzt muss ich gucken, dass ich das aufkriege. Am besten einfach mal von hier irgendwo packen und dann... So funktioniert das. Jetzt der Spirit, hier ist nichts. Kann ich das rausziehen? Jawohl. Komm mal raus, Junge. Komm zu Daddy. Oh. Ey. Ohne Spaß, das Ding ist geil. Also ich habe dafür knapp 20 Euro bezahlt. Ey. Also ich muss schon ehrlich sagen, ne? Das ist wirklich gut. Das ist richtig gut. Bisasam, du teilst dir jetzt den Platz mit Glurak, okay? Und ihr streitet nicht. So. Aber wir sind noch nicht fertig, Leute. Wenn ihr gedacht habt, das wäre alles, habt ihr euch getäuscht. Denn ich habe noch diese Milchtüte, ja? Und da ist keine Milch drin. Also, hier sind ein paar verschiedene Booster drin auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht ganz genau welche. Ich habe schon mal so eine Milchtüte aufgemacht gehabt. Aber frag mich jetzt nicht, was da alles drin war. Also wir haben hier auf jeden Fall einmal die Höhlen. Die sehen auch ganz gut aus. Also mit Gala Smogmog und Gala Lamus. Die alte kenne ich nicht. Juckt kein. Würfel. Die alte als Münze. Juckt kein. Dann haben wir hier diese Deckbox und in der Deckbox haben wir den ganzen Stuff. Einmal das, dann das und das und das und... Was ist das? Ach so. Ja. Dann haben wir hier noch so zwei Münzen, Schadensmarken oder was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung. Also das TCG spiele ich ja nicht. Ich sammle den ganzen Kram nur. Von daher, keine Ahnung. Also wir haben hier auf jeden Fall dreimal silberne Sturmwinde drin, zweimal Astralglanz, einmal Fusion Strike und einmal strahlende Sterne. Das hier, den Glurak, den würde ich schon gerne haben, den Altart. Mal gucken, vielleicht haben wir ja heute Glück, oder? Wir fangen an mit, nicht dem, sondern dem. Habt ihr schon gedacht, ne? So, Fusion Strike. Ist ein bekanntes Set dafür, dass die Pullraten wirklich, wirklich grottenschlecht sind. Ja, hier ist der Code. Gräbt euch den. War das hier auch mit vier Karten nach vorne? Ja, ich glaube, das ist richtig. Okay, also, dann wollen wir mal starten. Wasserenergie, Tortonator, Fusionsenergie, Käfersammler, Simvolara, Velursi, Fukano, Scampisto, Menki, Damiplex und natürlich nichts. Danke für gar nichts. Wir machen weiter mit silberne Sturmwinde. Die gehen gut auf, die Booster eigentlich. Ja? Also, da kann ich nicht klagen. Ne? Hier habt ihr den Code. 2, 3, 4. Hier war das, glaube ich, genauso. Ja, Stahlenergie. Keine Ahnung. Golbat, Psiaugon, Schnäppke,
Garno will, der will auch. Finks, Kramurx, oh, geiles Artwork, ja. Also für eine ganz normale Common-Karte ist das wirklich schön. Tanhell, dann haben wir Traunfugil in Reverse und wir haben Bregaron wie. Okay. Alles klar, nächster Booster. Es geht los mit dem Code. Dann, warte mal kurz, wir müssen den Kartentrick machen. Trick 17, verstehst du das? So, Wasserenergie, Klick-Klack, Klack-Klick, Lepomentas, Arbeiterin, Finks, Kramurx, Tanhell, Pupanzelackpuppe, Sonnenkern. Oh, wir haben strahlendes Fruyal. Nicht schlecht. Und wir haben Holo Ariados. Das ist hier das Interessante. Die habe ich sogar noch gar nicht, glaube ich. Centering ist natürlich wieder, wie man es von deutschen Karten kennt. Ihr wisst schon. So, dann machen wir den nächsten Booster weiter direkt. Machen wir auf hier den Zeug. So, hier ist die Codekarte. 2, 3, 4. Bam, Alter. Okay, das ist Brother Darkness. Dann Rockaiman, Megalon, Rutena, Blutzuck, Araqua, Pandia, Bashwa, FM, Anorith in Reverse und Lugia Altart. Also, nein, natürlich nicht. Ne? Wir haben Hisui Dressela. Okay, alles klar. Astralglanz. Auch ein relativ schönes Set eigentlich. Also, das ist wie Werkzeug, sage ich mal. Ne? Damit kann man arbeiten. So, ich weiß gar nicht. Hier ist das auch so, oder? Jawohl. Wir haben erstmal die Psychopathenenergie. Zierpeise, Honig, habe ich auch im Schrank. Velsa, Arktip, Lilmini, der Fuchs, Quiekel, der ist Haram, Bruder. Janma, dann Reverse Regieis, oh, schöne Karte. Und Holo Keldeo, also. Nächster Astralglanz. Let's do this. Hier habt ihr wieder den Code. Boah, ihr seid voll gierig, ja? So, okay. Wir haben erstmal eine Vista. Okay, Elektroball, scharfes Curry, Magneton, Geronimatz, Bronzel, Hisui Fukano, Sichlor ist mein Sohn, Feurigel, Reverse Boltaros, Kommandotan. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, okay. Strahlende Sterne. Jetzt gönn mir Habibi Yameniek. So, hier habt ihr wieder den Code. Gräbt euch den. Zack. Okay. Pflanzenenergie. Magmabecken. Krebutak. Stadionruine. Nasgnet. Schnepke. Pupanze. Picochilla. Panflam. Oh, mach nicht diese. Geil. Geil. Komm bitte dahinter noch ein Baba-Hit. Oh, da ist sogar noch eine Wie dahinter. Okay, also ich würde sagen, das ist ganz gut. Ja, das ist ganz gut gewesen. Okay, Leute. Wir sind immer noch nicht fertig. Ich habe hier noch zwei, diese Minitins sind das, genau. That's the spirit. Machen wir erstmal die hier auf. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesen Minitins eigentlich. Hab die jetzt einfach mal mitgenommen. Hatte die gesehen. Und geh auf, Alter. Und was haben wir hier drin? Okay, alles klar, was ist das? Sind das Sticker oder was? Oder einfach nur so zwei Karten, okay. Ach, Crown Zenith ist hier drin. Nice, okay. Crown Zenith ist ein sehr geiles Set. Da habe ich auch so einige dicke, fette Dinger von, ey. Aber die habe ich... Entschuldigung. Frosch im Hals, Froxy im Hals. So, hier ist der Code. Ist das hier auch mit vier Karten? Wir probieren es mal einfach. Okay, ja. So, wir fangen an mit Feuerenergie.
Zaplalelulek. Nirgendwo Sauger. Also der saugt nirgendwo quasi, ja. Der Superball, der ist voll super, ey. Algit, der ist Türke. Wolli. Dann haben wir Iguana. Pam Pam. Tausch. Nee, ich tausche nicht. Emolga in Reverse. Und Luxra. Okay. Alles klar. Let's do this. Okay, alles klar. So, hier ist der Code wieder, Leute. Packt euch den. 4 Karten nach vorne. So, Waterenergie, Wasser ist ganz wichtig, Leute. Immer viel Wasser trinken. Vor allem jetzt gerade, wo es draußen so heiß ist, ne? Trinkt Wasser. Ich sag es immer wieder. Trinkt Wasser. So, Sonfell, Rockheimer, Luxio, Emolga, Mangunior, Kikugi, Owei, Wuffels. Dann Tauros Reverse, auch ein sehr schönes Artwork, also sehr schöne Karte. Und ja, Bluebella. Okay, alles klar, gucken wir mal, vielleicht ziehen wir hier ja eine Ultra Secret Rare sein Vater. Ist immer so ein Krampf mit den Dingern, ne? Ich geh auf mir, mein Gott. So, okay. Zack, hier sind wieder so zwei. Keine Ahnung was. Okay, wir haben hier strahlende Sterne und Karmesin und Popo. Alles klar? Weg damit. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Zack, einmal auf hier. Zack, zack. Bam, Alter. Jetzt geht's los. Hier ist erstmal der Code. Warte mal, hier ist das, hier nur eine nach vorne, glaube ich, oder? Ja. So, Feuerenergie. Magneton. Wummer. Gruff. Mobitoff. Vivillon. Buckel. Kurtel. Hunduster Reverse. Slimog in Reverse. Oh, nee, geil. Magneson EX. Altart, nicht schlecht. Centering ist auch ganz okay, würde ich sagen. Warte mal, das will ich euch zeigen. Guck mal hier. Centering. Muss ich da noch etwas zu sagen? Was macht der denn hier? Hau mal ab, du Kelp. Okay, das ist der letzte Boost. Danach habe ich wirklich nichts, Leute. Das reicht. Das reicht. So, hier ist der Code für euch. Den könnt ihr euch graben. Hier ist wieder mit 4 Karten. Ja. Pflanzenenergie. Cynthias Ehrgeiz. Kurtel. Doppelturboenergie. Porenta. Zwirlicht. Slimer. Scheinux. Biriza. Chelterer in Reverse. Geil. Okay, komm, bitte gönn mal Lucario in Holo. Okay. Ja, gut. Habe ich ja nur 65 Mal, also. Geil, freue ich mich auf jeden Fall drüber. So Leute, das war's.